Ich lese EUA leicht gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen bei Fall 105. Die Tarifermäßigungen und andere Überraschungen. Gibt es noch weitere Vergünstigungen beim Unternehmensverkauf in der Einkommensteuer? Ja. Für den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn greift, in Klammern auf Antrag, Klammer zu, eine Tarifermäßigung gemäß Beschluss 34 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Auch diese Tarifermäßigung ist nur einmal im Leben zu gewähren. Diese Tarifermäßigung bedeutet erstens, der Veräußerer muss die Bedingungen des Beschluss 16 Einkommensteuergesetzes erfüllen, in Klammern Alter bzw. berufsunfähig erstmaliger Freibetrag, Klammer zu. Zweitens, der steuerlich pflichtige Veräußerungsgewinn wird nur mit 56% des normalen Steuersatzes besteuert und drittens, der Mindeststeuersatz für die Besteuerung des Veräußerungsgewinnes beträgt aber mindestens 14%. So, es geht weiter mit Fall 106, die fünfte Regelung. Tschüss.